Okay. Wir sind jetzt in einer Position, die gerade nach Kopfzugwürfen oder Hüftwürfen auch im MMA, Jiu-Jitsu und Lutta Livre oft vorkommen. Das ist die Kesagatame. Die Kesagatame ist meiner Meinung nach eine sehr unterschätzte Position, aus der man auch von oben stark kämpfen kann. Und da sollte man wissen, wie man sie verteidigt und vor allem, welche Wege es gibt, da rauszukommen. Der große Nachteil der Kesagatame ist, dass wenn der untere weiß, was er macht, er relativ leicht den Rücken bekommen kann. Wenn jetzt der Sven wird immer diesen Arm angreifen, also er wird immer versuchen, diesen Arm wegzulösen, reinzubringen, genau. Ja. Also diesen Arm halte ich immer eng um seine Hüfte. Mit der zweiten Hand hole ich den von unten. Und was ich immer mache in der Kesagatame, was meine allererste Bewegung überhaupt ist, ist die Löffelchenstellung. Ich gehe sofort immer in Löffelchenposition. Ich drehe mich immer komplett seitlich. Ich rutsche immer so eng wie nur möglich an seine Hüfte ran. Das ist das allererste, was ich mache. Also in dem Moment, wo er die Kesagatame hat, ist meine erste Bewegung immer Löffelchen. Ganz ruhig eng halten mit dem Arm. Mit dem hinteren Bein gehe ich jetzt nicht hier übers Bein, sondern ich gehe hier über die Hüfte. Mein unteres Bein kann sein Bein ein Stück nach vorne kippen und schon habe ich einen Lockdown. Und jetzt muss ich nichts anderes machen, als mich einfach nur zu strecken. Ja? Und ich mache immer Druck auf meinen Nacken. Also ich will immer meinen Hinterkopf in den Boden drücken. Ich war jetzt gerade komplett auf der rechten Seite und jetzt ändert sich meine Anspannung dahingehend, dass ich versuche, mich auf den Rücken zu strecken. Das heißt, ich gehe hierher. Ihr seht schon, ich bin mit dem Hinterkopf wirklich auf dem Boden, kann jetzt hier seinen Arm holen und der Arm hier ist frei. Und jetzt gehe ich von hier, ich habe immer noch den Lockdown. Den Lockdown lasse ich auch nie los. Also ich lasse nie den Griff hier los und ich lasse auch nicht die Hand hier los. Und jetzt gehe ich seitlich rüber, unter seinen Rücken, du unter seinen Kopf und hab den Schlüssel. Wir machen das jetzt mal von der anderen Seite kurz. Erste Haltung immer sofort, Hände zusammen, Löffelchen, Bein über die Hüfte, Bein rauskicken und jetzt Hände auf und strecken. Jetzt hier die Hand halten, Lockdown ist zu. Ich gehe hier raus und direkt hier unten rein. Bin seitlich und jetzt nicht unbedingt hier am Kopf ziehen wie ein Wahnsinniger, sondern wichtig ist, dass ich hier auf seinem Arm liege. Bin jetzt schön auf seinem Rücken und greife direkt hier mit dem Twister an. Noch einmal aus der Position. Hände zusammen, Löffelchen, Fuß rüber, Lockdown, strecken, raus, runter, immer noch, ihr seht, ich arbeite die ganze Zeit aktiv mit meinen Beinen. Da ist nie Luft, da ist nie locker. Ich habe immer die Hooks. Und jetzt Hände hier zusammen und jetzt nicht am Kopf ziehen, sondern alles, ich lasse jetzt mal die Hände auf, alles, was jetzt kommt, ist Druck mit meiner Hüfte gegen seinen Hintern. Und dann kommt der Tap. Ja? Also ich will hier seine Hüfte nach vorne drücken. Hier oben im Hals-Nackenbereich sind die Leute sehr flexibel, hier unten sind sie sehr steif. Ja, vor allem in der Rotation. Das heißt, hier bekomme ich den Tap deutlich schneller.